Und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command One Europe. Mehr Spieler gegen Medoberg. Mal sehen, die haben wieder alle ihre Flugzeuge. Also, Flugzeugträger sind da auch noch massenhaft. Die Frage, ob die noch eingreifen. Wahrscheinlich den Erwartungswert, einen Schaden zu machen. Dann ist es irgendwie mal lustig, dass sie 0 oder 2 machen, aber so gut wie nie ein. Ernsthaft jetzt? Das mit der Anzeige, der ist doch jetzt in Hafen gelandet, oder nicht? Werden evakuiert, der auch. Ah, Finnland, sehr schön. Wir hatten ja letztes Mal den diplomatischen Erfolg und dann hat es endlich mal gereicht. Man braucht ja nur Positivachse. Deswegen, Afrika-Aufklärung wurde zerstört. Gesehen. Ja, Cuxhaven wurde erobert. Finnland. Im Krieg drin. Ja, gleich mal nach vorne gehen und sich ein bisschen Land sichern. Hinweis und eine deutsche Garnison. Also, was wollen die da? Ach so, die Norwegen-Route wahrscheinlich komplett außer Gefecht setzen. Das wäre jetzt zumindest meine Vermutung, so wie sie stehen, weil da ist halt der Ankunftshafen. Naja, machen wir erstmal weiter und schauen, wer sich im Zweifel mal darum kümmern kann. Mal ein bisschen die finden, ob die hier irgendwo Stress machen können. Ja, die Garnisonen können ja hier und da einfach mal entlang laufen und schauen, wie da irgendwo Ärger machen können und ob da oben irgendwas los ist. Hier, da steht einer drin, nur man schaut immer mal ganz gerne nach. Erstmal wird die Garnison da ja doch rausgezogen. So, dann ihr hier unten. Okay, die haben, obwohl Abko jetzt haben sie, hat nur noch nicht so ganz gut Kampfkraft. Aber das Praktische dadurch, dass der Winterkrieg für die Finnen gewonnen wurde, ist dann ja zumindest, dass denen auch noch die Orte hier vorne gehören. Und das Haku bringen wir dann auf jeden Fall schon mal dahin. Wird da vorne sogar Versorgung und du gehst sonst dran. Kannst den aber nicht angreifen. Aber du bedrohst den auf jeden Fall schon mal. Ihr besetzt hier bitte auch schon mal diese Befestigung hier, dass da auf jeden Fall nichts passiert. Und kommt schon mal nach vorne. Meinetwegen noch eine Garnison, ganz sicherheitshalber da rein. So, die anderen Garnisonen können dann aber eigentlich auch noch herkommen. In der Hauptstadt einer steht, sollte das reichen. Die können hier und da ja noch lang gehen. Haben wir noch das Chor da oben? Würde natürlich versuchen, hier auch ein bisschen Stress zu machen. Vielleicht in den Ort. Schon ganz nett. Und vor allem haben wir jetzt endlich diesen finnischen Hafen, den unsere Schiffe hier dringend benötigen. Britische Schiffe dürften jetzt allmählich auch jeden Moment da sein. Und ihr könnt hier ein bisschen Ärger machen. Das ist schon mal sehr, sehr erfreulich. So, hier ja, ihr belagert den jetzt einfach stumpf runter, könnt nicht viel unbedingt gegen den machen. Außer halt einfach zu belagern und mit 0-0s oder sowas in die Richtung könnt ihr ja schon mal die Verschanzung runternehmen. Dass ihr den auch bald dann wirklich schlagen könnt. So, wie sieht's hier aus? Der Ort ist auch leer, gut zu wissen für den Panzer. Ich kann mir gut vorstellen, dass in Tallinn noch einer ist. Ne, die haben sich erstmal zurückgezogen. Partisanen erst ab da hinten. Heißt, ach komm, da kann auch irgendein Chor langlaufen. Genisierte hier soll weiter zusehen, dass er Boden gut macht. Und die Stadt hätte ich eigentlich auch gerne.
Andererseits auch gerne hier rum, sonst fährst du da rein. Und hier, du rückst sonst mit Vollgas hier entlang nach, dass du den dort einnimmst und du gehst erstmal da runter und dann vielleicht hier noch mit rum. Das passt schon. Irgendwelche Felder sonst? Gut, gut, hier im Norden gibt es ja nicht so viele. Erst schon mal den Ort und gehst dann ein bisschen weiter. Ihr macht das, ja, und die Hauptquartiere. Wir sogar auch schon verlegen, zumindest darauf. Die Frage, wo wir uns dann eigentlich mal effektiv treffen mit den ganzen anderen Einheiten und allem Material. Wie weit man hier wirklich noch kommt in Nord und ob man die Hauptquartiere nicht vielleicht doch wieder woanders braucht, weil hier eigentlich nur so wirklich wenig los ist. Bringen wir mal zur Mitte. Die Armee geht rein. Hier muss natürlich irgendwie stehen bleiben und gut, du. Weil ihr könnt natürlich auch diese Dörfer da erreichen. Je nachdem, was da so los ist. Sonst fahr du mal da rein. Okay, da ist wieder Kontakt. Der Panzer hier müsste eigentlich mal geheilt werden. Und irgendwann auch geupgradet, wenn wir das alles haben. Ich sage, wir machen den erstmal fit. Ihr fangt hier und da mal lose damit an zu belagern oder rückt vor. Jetzt hätte ich eigentlich lieber hier drüben mehr Hauptquartiere, weil die im Norden müssen ja im Moment einfach nur weiter laufen und haben ja überall eigentlich ihre Städte. Was wenn wir dann hier lieber mit doppelter Q arbeiten? Du rennst mal davor. Damit der. Gut, das wird jetzt noch keinen großen Unterschied machen, aber auf Dauer wird man das sicherlich schön finden. Dann gehst du hier wieder raus. Hier drüben hin. Wir könnten ja uns auch schon diese Garnison mal rüberholen. Dass die auf den Partisanen aufpasst und ja gut, die müssten wir eigentlich auch mal heilen und upgraden. Damit du hier irgendwie mal ein bisschen Kampfkraft reingehst, aber ganz geh erstmal mit nach vorne. Der und das Akku. Dann hier auch einfach ein bisschen lose mit. Die sind ja alle halbwegs in der Nähe von Städten und so versorgt. Muss noch ein bisschen mit. Das wird schon. Und ihr könnt natürlich so ein 0-0 noch versuchen, weil wir dann vielleicht doch mal auf 0-1 kommen oder so. Also minimal Schaden. Naja, und dann sind wir im Südabschnitt, der ja nun der deutlich spannendste ist. Okay, diese ganze Gegend wurde auch komplett geräumt. Wie es ausschaut. Ich meine, in Sevastopol ist er noch, oder? Ja. Ist da eigentlich auch mal raus, weil bei Nison hast du eh nicht die Kampfkraft und die Versorgung oder sowas. Versuchst jetzt noch episch den Ort da irgendwie zu erreichen. Und ja, der müsste da eigentlich weg. Ne, den können wir ja nicht verlegen, weil hier die Eisenbahn noch zu kaputt ist. Wieder erstmal raus. Ja, ansonsten hier überall weiter vormarschieren. Ich frage da natürlich, mit welchen Einheiten am besten und was machen die Flieger? Und wie kommen die anderen Einheiten nach vorne? Wir haben hier rum Eisenbahn. Das heißt, wenn wir die Orte jetzt nehmen, hätten wir direkt da vorne eigentlich auch eine Bahn. Was sehr, sehr schön ist. Den sollten wir schlagen. Ist jetzt auch unterversorgt. Und naja, hier überall vorrücken. Gut, das Chor könnte zum Beispiel darüber. Wobei der Panzer kann natürlich genau nicht rein. So wenig wie er. Nächsten Zug ist auch eh dann das Chor da.
Na gut, wenn wir die Orte jetzt eh kriegen, können auch die beiden Choreinheiten das machen. Dann könnt ihr hier noch auf andere schöne Sachen konzentrieren. Du schon mal da rein. Er wird wohl nach Norden fahren. Strategische Bomber hier. Der falsche Mega hat ja auch einen gewissen Sprungbereich. Was interessieren? Obwohl, nee, wir kommen ja nicht nach Voronesch rein. Ich bin ja nur ein Feld laufen danach. Jetzt auch nach Kiew rein. Das muss jetzt auch nicht sein. Kursk wäre wahrscheinlich das nächste Ziel. Aber da steht einer. Wie sieht es hier oben lang aus sonst? Da steht keiner. Ist keine Eisenbahn. Ist fast schon ein bisschen sehr ärgerlich, dass wir Kiew und den anderen Ort noch gar nicht bekommen. Um ein Feld. Ansonsten, wenn man sich das noch holt, hätte man hier auch schon drumherum eine funktionierende Eisenbahn. Wenn wir hier hinspringen, ja, da kommt man halt noch nicht ran. Oder einfach da oben hin schon bedrohen, knapp vor die Orte, aber das müssten wir ja irgendwie versorgt kriegen. Wir kriegen jetzt gerade nicht ganz so gut einen Haku nach Norden. Und du nimmst sonst die Stadt schon mal. Ja, gut, du nimmst sonst die Stadt schon mal. Hier wäre ja sonst auch von der Eisenbahn getrennt gewesen. Ist es mal ein bisschen sehr niedrigstufig. Dann hol sie schon mal auf jeden Fall und stell dich hier sonst mit an, wenn du leider noch nicht reinkommst. Das ist jetzt echt ärgerlich. Na gut, du könntest wahrscheinlich dann hier vorne reinfahren. Dann haben wir das auch schon und ich meine, die sind ja Stufe 10. Können wir den nächsten Zug einnehmen und haben dann da irgendwie eine Eisenbahn. Jetzt halt echt von der Versorgung. 4. Ja gut, wir könnten halt einfach dahin springen und dann leicht zurückgehen. Dann hätte man das irgendwie doch schon. Hier ein wenig das Gelände. Nur noch eben sehen, dass wir es verbunden kriegen. Das kann zum Beispiel diese Armee noch erledigen. Dann könnte unser Panzer hier auch noch ein bisschen vorfahren, wobei hat er eh nicht die Versorgung für Gewaltfahrt. Würdest du dich auch hier schon annähern? Ja, und im nächsten Zug kommt dann irgendwie das Haku rauf und dann wird das langsam alles versorgt werden. Könnt ihr euch mal sehen, ob ihr euch mit denen da vielleicht bald zusammenschließen könnt. Könnte man vielleicht auch versuchen, mit Mitte eher nach Gomel zu ziehen und das befestigte Smolensk erstmal Smolensk sein zu lassen und hierüber dann nach Moskau vorzustoßen. Da oben ist Versorgung natürlich auch irgendwie schwierig. Sonst fahre ich auch schon mal ran. Und teile zumindest ein bisschen auch den aus. Es kostet zwar nichts, die Choreinheiten wieder voll zu machen, aber immerhin ein bisschen was schon mal machen. Und du kannst ja sonst hier auch volle Kraft nach vorne rennen und dich sprungbereit machen. Gut. Tja, dann mal sehen. Der kommt leider genau nicht da rein. Zwar schon irgendwie lästig, aber dann müssten wir wohl auch für die Kurzstrecke, ja, das ist manchmal das Schöne während Mobilität, für die Kurzstrecke hier schon die Eisenbahn nutzen.
Und du musst nach Norden, damit wir für den Fallschirmjäger irgendwas aufklären können. Und das ist ja jetzt kein gezieltes Passiv-Scout, das ist ein, der will springen. Und wir haben hier kein anderes Feld, das also ist nun mal die direkte Grenze. Acht Felder weit fliegen, ja, der kann auch ähnlich weit springen, wenn du dich hinter den stellst, dann passt er schon. Gut, vielleicht noch die ein oder andere Einheit da entlang, aber dann schauen wir auch mal hier drüben. Na gut, du kommst nun bis dahin, dann geh mal dahin, da steht einer. Und mach dich auch einfach mal sprungbereit, das ist immer wieder lustig und unterhaltsam. Außer man hat das gegen sich. Und das denke ich eigentlich ins Bergwerk durchfahren. Ich glaube jetzt nicht, dass da der Stand wäre. So, wir kriegen die Orte leider nur auf 4. Dann das eine Hakuya sollte ja per Bahn nach vorne, wenn ich mich recht erinnere. Achso, ja klar, weil die Orte hier natürlich erst auf 4 sind, geht das erst im nächsten Zug. Ja, sonst war auch schon mal ein bisschen ran und mache hier ein bisschen Ärger. Glaube, du kannst auch ruhig an dem dran stehen. Werden jetzt nicht so viele Einheiten sein, dass man sich da irgendwie dringend wieder zurückziehen müsste und du kannst auch schon mal ein bisschen in die Nähe. So, dann rück du schon mal vor. Gut, der müsste geschlagen werden. Kriegt er das auch ohne Luftwaffe hin? Weil dann kann die mal geheilt oder geupgradet werden, was auch schon längst mal Zeit ist. Sehr schön. Auch geklärt, ja, man muss hier dann noch einen Zug auf die Bahn warten, bevor man die Hauptquartiere da nach vorne kriegt. Oder sonst gehst du ja schon halt ein paar Schritte zu Fuß in die Richtung. Wir ein bisschen haben und du gehst da rein und dann mach dir ein Doppel-HQ auf. So, was wir ansonsten noch rumfliegen haben, du da hinten, irgendwer muss sich auch mal um Cuxhaven noch kümmern, dass die hier einfach so besetzt haben. Irgendwas in einer deutschen Garnison. Na gut, ich meine, wir können die auch vorübergehend hier reinsetzen. Und noch irgendwen. Der steht gar nicht auf einer Bahn. Orte alle zu niedrig. Was? Wir nehmen dich auch mal. Und dann rücken wir demnächst auf den vor und versuchen den da rauszuhauen. Nicht, dass der da noch länger rumnervt. Ansonsten alle weiter nach vorne. Ja gut, was hier fliegen kann. Wir haben zwar schon die Erdkampfwaffen 3. Aber die sind ja mehr oder weniger fernab der Front inzwischen. Müssten ja nicht auch Vollgas mit nach vorne fliegen, da wo Hauptquartiere sind, damit die demnächst auch nochmal irgendwas machen können. Wir bewegen uns halt einfach gerade viel zu schnell, als dass man wirklich Zeit hätte, die zu upgraden oder sowas. So, wen haben wir dann noch auf der Liste? Diese rumänische Armee. Und dann aber auch, ob dem Zug irgendwie verlegt werden, mal nachdenken. Du stehst noch hier, aber du könntest, glaube ich, einfach da stehen bleiben und die Bahn nutzen demnächst. Du kämpfst bis dahin, ohne. Oh, die Frage ist, was du da eigentlich sollst, oder? Du kriegst dahin, dann kannst du zumindest dahin. Ja, du kannst jetzt auch nichts Spannendes erreichen, ehrlich gesagt. Sonst geht ihr hier erstmal noch lang. So, du da hinten, im nächsten Zug hast du die Bahn, dann nutzt du die. Das Coup machen wir fit, damit es bald einsatzbereit ist. Ihr rückt hier auch erstmal einfach vor, damit ihr irgendwie an der Front seid. Upgrades und so gibt es dann noch. Du passt dann nebenbei auf Partisanen auf.
Hier ist jetzt natürlich ein Feld, wenn der triggert. Ist mal darauf. Weil wir den brauchen wir da ja gerade als Eisenbahn. Wäre ganz schön, wenn das gehalten werden kann. Wie sehen denn die Zahlen aus? Immerhin, da kommt noch was durch. Ja, dann kann der Falli sich natürlich im Zug danach dann ausnahmsweise mal nicht sprungbereit machen. Weil dafür fehlt es dann doch so langsam. Aber hier geht das eigentlich hier. Naja, da vorne kommt ja noch wenigstens was an. Dann könnten wir auch nächstes Mal, wenn das hier mit der Bahn passt, da dann hier Kuhs reinbringen. Gut, und im Westen rücken die Einheiten auf Cuxhaven vor. Die haben wir noch. Gut, der hat gerade auch nicht so viel zu tun, sonst könnten wir den zumindest mal heilen und upgraden. Hier ist angeblich ein Großkampfschiff auf der Linie. Den ersten Blick nicht entdeckt, die anderen bleiben erstmal in der Werft. Dann in Afrika. Ja, es dürfte heute ruhig mal häufiger regnen. Italiener hatten, glaube ich, die Infanteriewaffen und die Luftabwehrwaffen fertig. Ganz faszinierend. Also auf jeden Fall kriegt eure Flak mal eine bessere Luftabwehr. Die Panzer geschützt sind und ihr hattet hier auch die nächste Flak fertig. Der Häfen ist gerade in Ordnung. Wenn der Zerstörer hier mal den Weg checkt, dann könnten wir die Flak da auch schon runterbringen. Der Kreuzen weiß ich gerade gar nicht. Aber mach's einfach mal, damit wir auf jeden Fall die Punkte haben. Ja, das Flugzeug brauchen wir nicht so dringend. Dann komm einfach schon mal ran. Und du das da mal in den Hafen rein. Zweiten Flak wird das dann hier auch alles ein wenig entspannter, wie ich hoffe. So, die Italiener werden ansonsten jetzt upgraden und ihre Flotte weiter hochziehen. Wobei, die sind ja eigentlich schon alle ziemlich gesund. Auf der Zerstörer, aber der ist jetzt nicht so wichtig. Gut, die Frage ist noch Schiffe, Luftabwehr. Auch wieder 18 MPP. Und hier drüben 38. Nicht endlos finanzielle Möglichkeiten. Ich würde sagen, du kriegst ja schon mal das Upgrade, dann da bist du gleich deutlich stärker. Wir müssen mal sehen, was wir machen. Wird natürlich einfach wieder stumpf versuchen, einen Chor rauszukriegen. Oder wir schauen mal, ob wir einen Flugzeugträger sehen. Das kann der Italiener mal aufklären, ob es hier einer ist. Und dann regnet es. Na komm, wir schauen uns das mal an, ob wir einen sehen. Da sind sie. So, jetzt gehst du. Ich wollte jetzt nicht, dass der irgendwie beim Italiener mitfliegt. Ist noch unterstellt. Vielleicht reicht das ja schon, auch wenn wir vielleicht jetzt nicht etwas viel Schaden machen, um hier ihr Flugzeugträger ein bisschen zu vertreiben. Sonst gehen wir auf den, wo nicht regnet, aber der ist in einem Hafen. Aber der Hafen hat keinen Luftabwehrwaffen-Upgrade. Das heißt, ich glaube, wir machen mehr Schaden im Hafen dann. Schaden vermieden und nebenbei wissen wir mal ein bisschen was hier über die Formation. Vier britische Panzer vor Ort und zwei Panzerabwehrkanonen. Unsere Panzer leben gefährlich. Das kann man wohl so sagen. Gegeben, aufgrund der schnellen Animation weiß ich jetzt nicht, wie viel es hier drüben an Schaden gemacht hat, aber es hat Schaden gemacht. Am Schiff an sich, als auch an den Flugzeugen da drauf. Hoffe mal, diese kleine Demonstration reicht aus, damit die mal ein bisschen mehr sich zurückhalten. Tja, und jetzt nächste Frage. Auf wen gehen? Wer hat ja blöderweise auch seine Artillerie und hier draußen seine Panzerabwehrwaffen?
Das Chor wäre natürlich irgendwie das naheliegendste Ziel. Infanteriewaffen 2. Letztes Mal waren die Angriffswerte auf das eigentlich echt schlecht. Sonst gucken wir mal. Schaden machen wir leider keinen. Irgendwas müssen wir ja wohl machen. Mal hin. Jetzt, obwohl du hast 5 Aktionspunkte. Und ist da, ja gut, aber ich glaube nicht, dass der es überlebt, wenn er da reingeht, ehrlich gesagt. Und die Pack wird wahrscheinlich keinen Schaden auf die Artillerie machen. Und bei diesen ganzen Luftangriffen ist potenziell die Verschanzung hier vorne auch nicht zu verachten. Sonst begnügen wir uns damit, dass erstmal wieder ein Chor gefallen ist. Ja, bei den Italienern, ihr müsst eigentlich eure Einheiten hier wieder fit kriegen. Und upgraden, sonst die Flotte und die halt ohne Luftabwehrwaffen und wir hoffen, dass das schon gut gehen wird. Und ohne Luftabwehrwaffen, aber mit einer Menge Hoffnung. Das wird sicherlich völlig ausreichen und nicht in einer mittelprächtigen Katastrophe enden. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, gesagt, keine Punkte mehr. Flak 2 dann demnächst in Position bringen. Weitere Upgrades verteilen. Und dann mal sehen. Die Flotte bereit machen. Frage ist natürlich wo. Gerne ein Stückchen weg von Malta. Wir zum Beispiel hier runterfahren für den Anfang. Mal eben in der Feindpositionierung die Schlachtschiffe noch ein Ticken mehr nach hinten. Das sind schließlich die wichtigsten unserer Schiffe. Hier ist noch einer. Aber du müsstest da mal da rum, sonst kreuzt du einmal. Der ist bitte hier oben rum. Jo, das sind dann wohl alle. Also wir haben 4 Schlachtschiffe, 2 Zerstörer, einen leichten Kreuzer und 3 schwere Kreuzer. Nächsten Zug ist wahrscheinlich nochmal Annäherung und Marinebombe heilen. Und im Zug danach dann nochmal zuschlagen, wenn das Wetter gut ist und schauen, wie viel Schaden man hier so auf die Schiffe kriegt, damit die hier nicht die ganze Zeit so offen und frei rumnerven können. Ansonsten hier das U-Boot, du hast getankt, sonst darfst du gleich wieder auf die Jagd. Der ist in Cuxhaven, aber das kriegen die vor allem der Garnison, traue ich sehr, sehr viel zu in diesem Kampf. Bewegen sich zum Teil alle noch. Was ist mit. Achso ja, Partisanen standen da. So, ja, kaufen. Könnten durchaus noch einen Akku brauchen. Ein weiteres ist ja schon unterwegs, aber hier forschen wäre auch schön. Zum Beispiel die Luftabwehrwaffen. Die wären ein wenig sehr, sehr dringend erforderlich. Und theoretisch, wenn wir den strategischen Bomber schon haben, dass der nicht nur den Aufklärer gibt, sondern auch mal ein bisschen was machen kann. Auch schön andererseits sowas wie Logistik. Wird ja sehr viel per Bahn verlegt. Dann könnte man auf Dauer noch einen HQ kaufen. Oder erstmal Produktionstechnologie ein bisschen grundlegender. Noch mehr Einheiten kriegen und dann schon mal 2 weitere Garnisonen, die hier einfach aufpassen.
Aber gut, ich bin mit dem Tempo eigentlich weiter ganz zufrieden. Wir sind jetzt Juli. Nur der wird wahrscheinlich jetzt so langsam draufgehen. Aber Rostov kriegen wir nächstes Mal, können dann vielleicht vor dem Winter noch Richtung Stalingrad. Das könnte noch irgendwer verbinden. Und hier oben, wenn wir jetzt hier zusammenschließen, Smolensk und gehen und dann Vollgas darauf, könnte man eigentlich auch Moskau noch erreichen und ein bisschen sich umgucken. Ja, und ihr nähert euch auch einfach an. Müsst mal sehen, wie weit wir dann noch kommen mit den Finnen, die natürlich nächstes Mal noch geheilt werden müssen, aber die sollten sich auf jeden Fall schon mal die Position auch direkt vor der oberen Stadt hier sichern und mal sehen, wie viel Ärger die anrichten können. Ja, zwischendurch ein Blick auf die MPP. Hier, das geht runter, die schicken wahrscheinlich immer mehr nach Russland. 250, das klettert leider sehr hoch, 460. 840 sagen wir mal, nur 1300, so plus minus gegen 700. Naja, knapp unter 900. Also ein paar hundert Punkte Vorsprung für die Alliierten. Naja, gut. Aber hier, wie gerade beschrieben, überall voran. Afrika kriegt die zweite Flak, die italienische Flotte. Und irgendwann auch mal das Panzer 3-Upgrade. Dann die da hoffentlich was reißen und. Ja, die versuchen hier nochmal Cuxhaven zurückzuholen. Das sollte alles schon passen, dann denke ich, können wir den Zug erstmal wieder beenden. Fortschritt bei der Industrie heißt leider, es gibt keinen anderen bei den Deutschen, aber immerhin, das ist ein schöner Fortschritt. Ja, 736 Punkte. Das italienische Expeditionskorps. Im Moment wird es ja nur abbezahlt, aber irgendwann erscheint das auch mal. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, und dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Medoberg mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.